Moin Moin und willkommen zurück zu Project Zomboid. Wir machen jetzt erstmal ein knuspriges Schläfchen. In der Folge jetzt wird es darum gehen, ihr habt es ja bestimmt in der letzten Folge mitbekommen zum Ende hin, wir haben noch reichlich Zombies direkt bei uns vor der Haustür. Die sind mir einfach mal, ja, durchs Raster gefallen. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Richtig übel. Ist draußen neblig. Das ist schlecht. Ja, ich habe mich ein bisschen umgezogen, wie ihr sehen könnt. Hab ihm jetzt eine knusprige Gasmaske aufgesetzt. Oh ja, oh ja, oh shit. Nicht gut. Gar nicht gut. Das heißt, wir müssen den Nebel aussetzen. Ihr kennt mich, ich möchte gerne arbeiten, wenn das Sichtfeld es doch hergibt. Ist einfach so. Ist für alle Beteiligten, glaube ich, das Beste. Steig mal einmal hier runter. Generator läuft noch. Nice. So, dann befüllst du mal bitte deine Wasserflaschen. Ja. Restliche Wasser hier rausziehen. Dann essen wir auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit. So, und dann bin ich mal gespannt, wann dieser Nebel nachlässt. Wo haben wir unsere Konserven da? Oh, ich tüte Chips. Hier gönn dir. Hundefutter, soweit ist es noch nicht. Öffne mal eine. Dose Bolognese. Spaghetti Bolognese. Gib ihn. Denn wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen was vor heute. So, und dann würde ich vorschlagen, setz dich mal in dein Auto. Oh, Alter, ist der Nebel dicht. Ist der Nebel dicht. Krass. Geh mal hier rein. So, ich spule jetzt einfach mal die Zeit vor und hoffe, dass sich der Nebel schnell lichtet. Nicht wieder am Nachmittag erst. Mal sehen, wie lange das gut geht. Bis gleich, Leute. Es hat tatsächlich bis um die Mittagszeit gedauert, bis sich dieser Nebel endlich mal so auflöst. Krass, ey. Ja, was willst du erwarten? Es ist Herbst, ne? So. Wir haben auf jeden Fall alles, was wir brauchen für unsere Tour. Und wenn wir es in dieser Folge noch schaffen, würde ich gerne zum nördlichen Militär-Checkpoint fahren mit euch. Und dass wir auf jeden Fall da die Autos aus dem Weg räumen und uns quasi, ja, dass wir da weitermachen. Da, er tut schon wieder. Er tut es schon wieder. Ich drück gar nichts, Leute. Da verdrücke ich mich hier die ganze Zeit. Also verklicken ist schlecht. Obwohl, ja, wie gesagt, ich spiele das Game ja mit Controller, Maus und Tastatur, also... So. Denn wie gesagt, in der letzten Folge durften wir ja echt feststellen, dass wir hier vorne vor der Haustür ein richtiges Nest haben von denen. Und die würde ich gerne weghaben wollen. Ist einfach so. Hier, da geht's schon los. Das meine ich nämlich. Die stehen mir alle zu dicht. Zu dicht sind die an meiner Base dran, ne? Und beim nächsten Helikopter-Event haben wir nämlich richtig das Nachsehen. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Absolut keine Lust. Sauber. Schrei aus der Ferne. Aber ich glaube... Ach du Scheiße, da kommt einer im Hühnerkostüm um die Ecke, ey. Auch anders wild, ey. Ich meine, wir sehen ja schon aus wie ein Psychopath, aber der Hühnermann da unten, der gefällt mir gar nicht. Komm her, Hühner, Hühnermann. So. Sauber, 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 sauber. Das meine ich nämlich. Hier ist noch allerhand Trubel, Leute. Und das kann so nicht bleiben. Das kann definitiv so nicht bleiben. Rauch mal bitte eine.
Ja, komm, 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 komm. Rauch schneller. So, und weiter geht's. Und bam. Lad nach. Guck da nicht so hin. Sonst kriegst du wieder den Schock deines Lebens. Ich kann nur ehrlich gesagt hoffen, dass das mal langsam nachlässt hier mit der Dauerpanik. Munition haben wir reichlich da, also von daher dürfte das eigentlich klar gehen. Na, ich sage eigentlich. Ihr wisst ja, irgendwann ist immer. Sauber. Ab und zu mal nach hinten gucken. Ein Zombie ist immer... immer derjenige, hätte ich jetzt fast gesagt, der uns das fürchten lehrt. Reicht ja im Grunde genommen auch nur ein Zombie aus. Ein Biss und wir sind weg vom Fenster. Sollte das wirklich tatsächlich der Fall sein, dass das uns beißen und wir uns da auch aus der Gefahrensituation rauswinden, haben wir ja dann trotzdem den Biss. Und dann, Leute, wenn sollte das eintreten, dann werde ich mit euch eine Kamikaze-Aktion starten. Solange wie er noch lebt... Scheiße Ladehemmung. Genau, lass ihn auf dich zukommen. So, lad weiter. So. Sauber. So, weiter geht's. Weiter geht's. Durchladen. Das macht er manchmal automatisch hier, aber ihr wisst ja... Okay, hier sieht gut aus. Hier haben wir ganze Arbeit geleistet. So, hat denn jetzt einer von euch wenigstens Beta-Blocker dabei? Ich glaube, das können wir sowas von vergessen. Ne. Da hat keiner Beta-Blocker dabei. Scheiße, ey. Oh. Ach, ich dachte eben gerade, die hat einen Benzinkanister voller Benzin. Eine Rohrzange. Ah, ich habe schon die Mod-Better-Zombie-Loot drin, aber irgendwie... Medizinkram werfen die so gut wie gar nicht ab, ey. Aber sollte uns das gelingen, dass wir die große... sag mal schnell... die große Militärbase einnehmen können, die vor Louisville, können wir auf jeden Fall sicher sein, da gibt's Sanitätszelte. Und spätestens da, Leute, werden wir fündig werden. Ja. Und wir kommen euch sogar schon entgegenlaufen. Sauber. Sauber. Sehr schön. Schöner Schuss. Ach, du ahnst es nicht. Er ist natürlich jetzt durch die Schreie wahrscheinlich, ihm vorhin. Werde ich bestimmt in die Richtung getriggert worden sein. Sauber. Nice. Gefällt mir. Schön nachladen. Guck da nicht so hin. Nicht, dass du dir wieder ins Höschen scheißt. Ladehemmung. Das M14, das gefällt mir richtig. Muss ich ja mal so sagen. Oh, da kommt.
kommt noch allerhand Arbeit auf uns zu. Lad nach. Ja, Leute, ich dachte mir wieder eine weitere Folge, in der man mal wieder ins Geschossen wird. Warum eigentlich nicht? Ein bisschen Abwechslung belebt ja das Geschäft, wie wir alle wissen. Also von daher ist das auch durchaus mal machbar. Und wie gesagt, ihr seht ja selbst, wie viele Zombies hier noch umherlaufen. Vor allem hier draußen. Hier draußen ist nichts. Oder vielleicht wart auch das Helikopter-Event. Weil hier draußen ist nichts. Hier ist wirklich nichts. Also. Ja. Sauber. Keiner von euch Pappnasern irgendwie Beta-Blocker dabei. Ärgerlich. Nee. Können wir sowas von vergessen. Hier auch, wa? Nee. Aber ich glaube, unser Charakter... Also so langsam... Der hat zwar immer noch Panik, wenn er Zombies sieht, aber nicht mehr... Es kommt mir jedenfalls so vor... Als wenn er nicht gleich in totalen Stress verfällt. Kann mich natürlich auch täuschen. Und warum zum Teufel? Wartet mal. Mal gucken, wie viel Auflauf ist hier noch. Sieht gut aus. Warum ist meine Minimap weg? Mal kurz die vernünftige Map aufmachen, die große. Wir sind jetzt hier an der Stelle. Ich will das hier alles geklärt haben, Leute. Die Ecke hier. Dass ich einfach wirklich ruhigen Gewissens sagen kann... ja, keine Zombies mehr hier. So, mal sehen, wie rufe ich die denn jetzt auf? War das mit C? Damit machst du den Motor aus. Jetzt muss ich jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, meine Tasten hier mal durchgehen. Ein X. Damit machst du sie zu. Mach mal wieder auf. Optionen, Spieler, Symbole, das ist drin, das ist wahrscheinlich die Seitenansicht. Nein. Hm. Komisch. Na gut. Wenn ich C drücke, da passiert gar nichts. Na gut. Hm. Kann irgendwie meine Minimap nicht mehr aufrufen, warum auch immer. Ist aber, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Entscheidend ist eher, wie wir jetzt hier weiter vorgehen. Patrouillieren jetzt hier einfach mal. Ist hier noch ein Müllsack drinne, weiterer, aber ich glaube, bei dem Auto hier... Nee, das nicht, aber dann weitere Klebeband. Ich fahre jetzt trotz alledem, ich werde noch weiter hinausfahren. Ich will einfach sicher sein, dass hier keine weiteren... Ach, ja, Untote sind, wollte ich sagen. Ist alles voll, ist alles voll. Komm, stell dich mal hin. Die haben uns geblickt. Wir öffnen dort Feuer. Das geht eben weg. Schön knusprig, das Ganze. So muss das laufen, Leute. So muss es laufen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, genau, lad durch und weiter geht's. Weiter geht die wilde Fahrt. Ladehemmung. Sauber. Wo
Ohne Mist, Leute, das Schießen würde mir in der Zombie-Apokalypse richtig Spaß machen. Da hätte ich richtig Bock drauf, ey. Das meine ich, da kommt schon wieder einer aus dem Dickicht. Ja, lad mal schön nach. Schön nachladen, das Ganze hier. Genau, so. Da auch, da unten. Oh, jetzt hat er aber echt Panik. Ruhig dich. Kriegen wir alles hin, Junge. Ladehemmung. Oh Gott, die sind ja genau hinter uns. Scheiße, Alter. Da auch direkt im... Nee. Gefällt mir nicht. Gefällt mir absolut nicht. Möchte ich wissen, wie viel Auflauf da noch generell drin ist im Wald. Man möchte meinen, die Schüsse... Er ist jetzt panisch. Er hat höllische Angst. Und ich sag noch, er wird mutiger, aber irgendwie... Er ist jetzt wieder das Mimöschen hier, der noch nie einen Zombie umgebracht hat. Ohne Scheiß, Leute, ich hätte meinen Spaß. Ich hätte nicht meinen Spaß daran. Diesen ganzen, in Anführungsstrichen, menschlichen Abschaum, den Chaos zu machen. Hätte ich richtig Bock zu, ey. Wenn dir alles scheißegal ist, so nach dem Motto, würde ich echt einen auf Merl Dixon machen. Schön knusprig auf dem Hochhaus verschanzen. Und erstmal eine Runde schießen. Ich sehe den da unten, keine Angst. Ah. Lade durch. Gut, Leute, ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch eine ganze Weile so weitermachen. Und hoffe, das Gebiet hier geklärt zu haben. Ich werde die Folge natürlich jetzt noch nicht beenden, aber wir wollten ja auch nochmal zum Militär-Checkpoint, wenn wir es schaffen. Bis gleich. Sieht ganz gut aus hier. Wir doch wieder allerhand beseitigen können. Und Leute, bitte versteht mich da nicht falsch, wenn ich sage jetzt hier menschlicher Abschaum oder was weiß ich. Also, ich sag mal so, die meisten schwimmen einfach mit diesem gottverdammten Mainstream einfach nur mit. Ja, haben keine eigene Meinung. Die Kategorie. Ich meine, ihr braucht doch wirklich nur einmal die Glotze anmachen und dann wisst ihr doch eigentlich Bescheid. Ja. Dann weiß man doch eigentlich schon Bescheid, woher der Wind weht. Also. Als richtiges Bildungsfernsehen mal so nimmt. Ich meine, die meisten Dokumentationen oder was weiß ich, die so halbwegs Hand und Fuß haben, wann werden die ausgestrahlt? Nachts. Die werden nachts ausgestrahlt. Ja. Und ist ja auch nicht nur das. Sondern auch generell einfach. Nur wenn ich, oh Gott, da ist noch mehr. Wenn ich mir das Ganze so anschaue, gefällt mir alles nicht, Leute. Gefällt mir absolut nicht. Ja. Auch der Jugend heutzutage so ein bisschen, mal einfach mal so lebenspraktische Geschichten einfach auch mal beibringen, ja. Ich habe ungelogen. Ich habe, aktuell, ein Lehrling unter meiner, ja, mehr oder weniger Fittiche. Man muss ein Praktikum machen. So ein Schülerpraktikum. Der wusste nicht, was Haarmilch ist. Der wusste nicht, was Haarmilch ist. Und Kollegen haben zu mir gesagt, der wusste auch nicht, wie man Kartoffeln schält. Ja. Ich arbeite ja mit Menschen. Deswegen will ich auch nicht verallgemeinern. Von wegen menschlicher Abschaum oder so.
Aber du hast manchmal wirklich also wenn du die ganze Zeit mit Menschen zu tun hast, du hast manchmal echt die Fresse dick. Das ist einfach so. Du hast echt die Schnauze. Ach, scheiße. Hab ich das Magazin jetzt ausgeworfen? Magazin einlegen. Ach, ich bin ja mal wieder witzig, ey. So. Ich hab ja mit Menschen zu tun. Und, da willst du manchmal nach Feierabend, willst du einfach keinen Menschen mehr sehen. Nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Und ja. Deswegen bei mir auf dem Kanal, ich werde auch nicht erleben, dass ich irgendwie Werbung oder so freischalte. Ich will damit hier auch gar kein Geld verdienen. Ich freue mich natürlich über die Abonnenten, die jetzt auch in der Kürze der Zeit wieder dazugekommen sind. Ja. Und that's it. Und ich sag mal so, wenn ich damit Geld verdienen würde, ich meine, ich großer YouTuber, dass ich rein davon leben könnte oder so, das würde nicht passieren. Und wenn, dann würde ich einen Großteil des Geldes würde ich spenden an so wirklich wichtige Geschichten, ja. Mit wichtige Geschichte meine ich zum Beispiel an irgendwelche Hospiz-Angelegenheiten, ob das mit Kinderhospiz ist oder für Erwachsene, scheißegal. Hauptsache, die haben noch ja einfach würdiges Lebensende, mehr oder weniger. Ja. Oder ich würde auf jeden Fall. Ich habe ja eine Schwäche für Seehunde. Und ich glaube, die Seehundstation in Friedrichskoog, die würde sich auf jeden Fall über eine knusprige Spende freuen. Oder die Robbenforschungsstation in Rostock. Sowas eben in die Richtung, weißt du? Ich will euch auch nicht aufquatschen. Bei mir gibt's einfach, ja, wenn ich mal für, in Anführungsstrichen, für irgendwas werbe oder so, das, weil ich es selber dann irgendwo ausprobiert habe und dann eigentlich irgendwo für gut empfunden habe, aber mehr kommt da auch nicht. Ja. Werdet jetzt zum Beispiel jetzt keine, was weiß ich hier, keine Gutscheine oder was gibt's noch? Ach so, dieses ganze Y-Food-Zeugs, werde ich jetzt hier nicht einblenden und sagen, wie super toll das ist und das müsst ihr euch zwingend kaufen und ah. Nein, Leute, ihr müsst gar nichts. Ihr müsst gar nichts. So. Rauch mal bitte eine. Da hat sich der Discord gerade gemeldet. Ich kann ihn jetzt schlecht aufrufen. So, ich fahre den Highway jetzt trotzdem ab, die Folge. Es wird tatsächlich länger gehen. Ich dachte eigentlich, ich bin hiermit durch, aber nein. Und sich wirklich in den Wäldern verschanzt. Da ist noch einer. Hier endet ja auch schon die Map. Tja, quasi am Ende der Map angekommen. Dahinter geht es nicht mehr weiter. Nice. Na doch, da kommen noch welche. Wenigstens ist das jetzt erledigt. Konnten wir echt hier noch was klären. Hat Udo Lindenberg ja schon gesagt, hinterm Horizont geht's weiter. Hier ist gar nichts mehr. Hier kommt absolut nichts mehr. Quasi das Map-Ende erreicht. Kann ja jetzt hier noch weiter rauslaufen, aber ich denke, hier ist nichts mehr. Stell mich jetzt einfach mal hier hin. Kommt da jetzt noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Mach mal immer die Map auf. Ja, wir sind jetzt schon... wir sind hinter dem Ende quasi. Krass. Geil. Hier sind noch ein paar Wälder.
Ansonsten ist hier nichts. Wir würden quasi jetzt ins Leere fahren. Was ja auch seinen Charme hat. Einfach mal ins Nichts zu fahren. Einfach mal alles vergessen. Die Ewigkeit ist eine lange Zeit. Vor allem zum Ende hin. So, gut. Ich würde sagen, das haben wir, ja, das haben wir souverän gemanagt. Könnt mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Zombie da noch irgendwo im Dickicht lauert. Aber im Groben und Ganzen haben wir das hier echt für uns beanspruchen können. Ihr habt ja selber gesehen, wie viel Auflauf hier noch tatsächlich ist. Aber zumindest kann ich jetzt wieder ruhigen Gewissens schlafen. Einfach aus der Tatsache heraus, dass wir die Geschichte jetzt für uns beansprucht haben, dass wir die Geschichte hier für uns erobern konnten. Also von daher, ich verklick mich hier ständig oder verdrück mich hier ständig. Sorry. Komm ständig auf den, ja. Ich teste mal jetzt was aus. Ja, doch, er steigt aus. Ich dachte, du kannst nicht aus einem fahrenden Auto steigen. Das Auto bremst abrupt. Das muss auch neu sein. Ist ja merkwürdig. Normalerweise kommt immer der Hinweis, du kannst nicht aus einem fahrenden Auto steigen. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir fahren jetzt einfach mal straight zum... Nee, wir müssen nach Hause. Wir müssen nach Hause uns weiterhin mit Munition bewaffnen. Wir haben nämlich ordentlich was verraucht. Wir haben ordentlich was dagelassen an 308er Munition. Und die Folge, die geht ja jetzt auch schon wieder eine ganze Weile. Das mit dem Militärcheckpoint, das nehmen wir in der nächsten Folge in Angriff, Leute. Ah, ich mach's schon wieder. Das ist ja... Das ist weird, ist das. Drück auf den A-Knopf und er steigt... Ja, Fahrzeug verlassen. Aber normalerweise, wenn das Auto fährt, kann er das doch gar nicht. Merkwürdig. Total komisch. Na gut, wie dem auch sei. Ein weiterer Tag geht zu Ende und wir sind der Sicherheit ein bisschen nahe gekommen. Tag 29. Zombie-Population, die steigt nicht mehr, Gott sei Dank auch. Jetzt könnte es aber trotzdem mal wieder anfangen zu regnen. Hätte ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Pfeift dir mal bitte noch Schlaftabletten ein. Ja, es ist 18 Uhr. Spulen wir die Zeit noch mal ein bisschen vor. Essen noch eine Kleinigkeit. Und gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt sauber. Und vor allem, Leute, bleibt am Leben. Wir sehen uns. Ciao, ciao.